sie wieder, die Drechselbank. Und heute habe ich mir noch was Besonderes vorgenommen. Ich glaube, das ist ein Stück Buche. Ich weiß es aber nicht. Trocknet jetzt bei mir schon seit, ich weiß nicht, 4 Jahren oder sowas. Mal gucken, ob ich daraus, wie der Truppel, einen Holzhammer bauen kann. Wir werden es sehen. Hier werden wir nochmal ein Stück absägen müssen, weil ist er nicht gerade. So, ich sagte, es ist Buche. Kann man ja natürlich nicht erkennen. Das hatte ich damals mit wasserfestem Holzrahmen dicht gemacht, damit das hier nicht aufsplittet. Aber wenn ich hier gucke, ist gerade mit einer japanischen Säge gesägt. Ich glaube, das ist Buche. So, eingespannt ist es. Der Riemen selber ist auf 850 Umdrehungen eingestellt. Ein Stück liegt am Boden. Ja, dann sollen wir mal ausprobieren, wie das läuft. Dann nehmen wir jetzt die große Hohlschale und die Rinde hier ab.
Genug für meine Hand. Große Auflage, kleines Gegengewicht. Das sollte klappen. 80er Schleifpapier. Ich schleife noch ein bisschen. Dass die ganze Werkstatt jetzt so aussieht, muss das ja noch ein bisschen geschützt werden. Und da dachte ich mir, ich nehme hier meine geheime Holzsoße und werde das Ding mal ein bisschen damit einschmieren. Zu schnell eingestellt. Zum Vorschein. Ich nehme euch mal ab. Seht ihr, was ich meine? Das muss jetzt natürlich noch trocknen. Und dann kommen noch zwei, drei Schichten drauf. Aber das soll es jetzt gewesen sein.